So, Freunde der Sonne, hallo und herzlich willkommen bei Bass-Tuning. Ja, heute mal wieder Fragen-Antwort-Video. Ja, auf jeden Fall sind heute mal wieder einige Fragen zusammengekommen. Sorry, dass ich das wieder daheim machen muss. Wir werden aber gleich zu sprechen drauf kommen, warum das so ist. Ursprünglich wollte ich natürlich wieder ein paar Perspektivenwechsel drin haben, aber meine Spiegelreflexkamera, die macht gerade Faxen. Deswegen gibt es heute nur den Ausblick der Sony. Ihr habt natürlich mal wieder fleißig Fragen gestellt und ich habe mir die natürlich notiert, weil ich mir nichts merken kann. Wie lange hast du den Golf 7R noch? Ursprünglich war jetzt eigentlich geplant, dass mein Auto heute kommt, beziehungsweise morgen. Wird aber wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche kommen und dann geht natürlich auch wieder der Golf 7R und mein 8er GTI ist wieder da. Du hast eine Firma, oder? Was macht die noch so? Also das ist richtig, ich habe eine Firma. Meine Firma macht außerdem noch Videoproduktionen, also unter anderem die Gepfeffert-Videos produziere ich. Ja, mein Kanal natürlich, ist klar. Dann gibt es ab und zu Firmen, für die ich Imagefilme mache. Zum Beispiel ein Bäcker oder sowas. Mache ich auch mal einen Imagefilm, in dem ich das Ganze abfilme mit der Theke und sowas. Ist unterschiedlich. Also feste Kunden Gepfeffert. Dann haben wir jetzt noch ein Projekt am Laufen. Das hat aber wenig mit Produzieren zu tun. Und zwar ist das Marvin Stream Highlights Channel. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das beide machen, weil Marvin hat einfach nicht die Zeit dafür, den alleine zu führen. Ich greife ihm da ein bisschen unter die Arme. Dann haben wir gesagt, wir machen das Ganze zusammen. Ja, dann natürlich noch immer mal wieder so Kleinigkeiten, irgendwelche Bilder machen hier, dies, das, jenes. Also mit dem beschäftige ich mich normalerweise. Ich mit Videobearbeitung, mit allem Möglichen. Also hier, wenn ihr jetzt denkt, die Farbe ist ein bisschen komisch, kann sein, erstens wegen Color Grading, was aber bei dem Video, glaube ich, nicht nötig sein wird. Und gerade wegen den Lampen ist auch ein bisschen schwierig, dieses komische, warme LED-Licht. Weiß ich nicht, wie das in der Kamera wirkt. Wann kommt mal wieder etwas zum Cabrio? Sehr schwierig. Also, im Cabrio ist es ja so, mittlerweile gibt es ein paar Defekte. Ne? Ich habe jetzt schon hier einen Tacho besorgt. Weil das Cabrio zeigt nämlich die Geschwindigkeit nicht mehr an. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das am Tacho liegt, weil ab und zu zuckt der Zeiger so. Und dann habe ich mir gedacht, wir bauen jetzt einfach mal den Tacho um. Dafür wird es dann wieder ein Video geben, wie man das macht mit den Kilometern, wie man die übernimmt. Dazu wird es wieder ein Video geben. Also mit dem Cabrio soll was kommen, wird aber wahrscheinlich kein ganzes Video werden, auch weil er gerade im Winter nicht so oft bewegt wird. Sind jetzt natürlich wieder die Winter, also ist ja im Wintermodus jetzt im Moment und der steht halt auch 170 Kilometer weit weg, was es im Moment etwas schwierig macht. Was ist für 2021 geplant? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist geplant? Das Problem ist, ich habe immer sehr viel im Kopf, sehr viele Ideen, die ich gut finde, die ich sehr gerne durchziehen würde. Und dann kommt immer wieder irgendwas und das funktioniert nicht. Halt jetzt aktuell auch dieses Hallenthema, da ich keine Halle habe im Moment. Und ich suche wie ein Wahnsinniger. Und hier ist es aber so, dass jeder irgendwie schraubt und niemand so eine Halle hergibt. Und ich aber keine Lust habe, eine Stunde dahin zu fahren, weil das ist dann wirklich zu viel. Also 20 Minuten hinfahren ist okay, aber mehr auch nicht. Ja, was ist geplant? Sollen wir da mal ein extra Video drüber machen, was für 21 die Pläne sind? Thema Wörthersee, Treffen, Umbauten, Autos. Sollen wir da mal ein extra Video machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich da auf jeden Fall. Ich werde unten einfach mal einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr den liked, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten könnt ihr den Kommentar disliken, wenn ihr das nicht so gut findet. Das wird mir, glaube ich, soweit auch angezeigt. Bist du von Corona beeinflusst? Teils ja, teils nein. Firmentechnisch merke ich tatsächlich nicht, also für meine Firma merke ich nicht, dass ich beeinflusst bin. Für mich geht das Leben eigentlich relativ normal weiter. Dafür bin ich eigentlich. Ja, was heißt dankbar? Ich bin schon dankbar dafür, aber wem willst du dafür danken, dass jetzt so viele Leute arbeitslos geworden sind, dass hier die Wirtschaft den Bach runtergeht, dass alle 4 Wochen der Lockdown verlängert wird und so. Natürlich bin ich beeinflusst, gerade wenn es um Folgen geht, zeig mir dein Projekt hier, dies, das. Für die einen oder anderen, die vielleicht jetzt auch schon länger in Kurzarbeit sitzen, ist das jetzt natürlich Kinkerlitzchen, dass ich ein paar Videos nicht drehen kann und die halt, wenn es hochkommt, ihre 60% Kurzarbeitergeld bekommen und hier und da. Das tut mir natürlich sehr leid für euch. Ich fühle da natürlich mit euch. Allerdings, die Frage war, ob ich betroffen bin. Ich bin natürlich schon betroffen. Ist aber tatsächlich nicht so, dass die Existenz deswegen den Bach runtergeht, sondern bei mir läuft es noch. Es passt alles. Ja, man merkt schon. Also, gerade in dem, was man tut,
wenn man sich zum Beispiel irgendwelche Videos von älteren Treffen anschaut, gerade vom Wörthersee oder so, und dann sitzen wir zusammen und lachen und ohne Maske und hier und da. Ist ein bisschen komisch, also. Warst du wieder beim Klaus? Hashtag Instagram. Ein paar unter euch sind wirklich dabei, die sind sehr aktiv auf Instagram. Das muss man ihnen auf jeden Fall mal lassen. Ich war wieder bei der Turbolite, das ist richtig. Wir haben nämlich den RS6 C8 zum Klaus gebracht, weil der nämlich 1000 PS bekommt. Und ja, da habe ich vielleicht schon was erfahren, was ich mal in ein Zeig mir dein Projektvideo nehmen könnte. Es könnte nämlich sein, dass da eventuell mal ein A59 kommt. Für die Leute, die einen A59 nicht kennen, einfach mal bei Google eingeben. Und da kann, also es ist ein Replika, kann sein, dass ich da vielleicht mal eine Folge Zeig mir dein Projekt drüber drehe. Ansonsten, ja, der übliche Wahnsinn, 900 bis 1000 PS pro Kiste in einem. Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. Warum kommen nicht regelmäßig Videos? Eine sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gut, weil das merken wirklich nur die Aktiven unter euch, dass ich jetzt seit 2 Wochen nichts hochgeladen habe. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, aber ihr habt es bestimmt mitbekommen. Ich bin von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr in der Arbeit, telefoniere auch ab und zu noch am Wochenende. Heute habe ich wieder mit einem Kunden telefoniert, weil da meistens dann die Rufumleitung drin ist. Und genau, also von 8 bis 17 Uhr bin ich regulär in der Arbeit. Dann kann es auch ab und zu mal ein bisschen länger werden. Dann habe ich zu Hause natürlich noch Arbeit. Ich muss natürlich die ganzen Videoproduktionen muss ich noch schneiden. Hier, dies, das, jenes. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Dann kommt dazu natürlich mittwochs um 19 Uhr immer bei Marvin der Livestream. Dort bin ich natürlich immer anwesend. Schau so in dem Chat so ein bisschen nach den Rechten. Ja, Sonntag natürlich mein eigener Stream ab 19 Uhr, da, ja, es ist halt auch, also es ist natürlich sehr, sehr viel zu tun. Die Freizeit bleibt so ein bisschen auf der Strecke, aber ich nehme mir immer so, aus diesem ganzen geschäftlichen Thema nehme ich mir immer sehr, sehr viel Freizeit raus. Also ich bin wirklich hart an der Grenze, wo ich sage, hey, wenn du jetzt noch eine Stunde dir Freizeit mehr rausnimmst, dann schaffst du die Arbeit nicht mehr. Und ich bin da schon sehr, sehr stark eingeschränkt und im Moment ist es halt einfach, ich habe jetzt, wie ihr gerade gemerkt habt, auch meinen eigenen Kanal noch gar nicht erwähnt. Das waren jetzt nur die Videoproduktionen, die über die Firma laufen, das, jenes, das war noch nicht mein eigener Kanal und jetzt kommt es halt noch dazu, dass im Moment ist es halt echt problematisch, weil der Diesel steht im Wintermodus da, da kann man nicht viel machen, der 8er GTI ist nicht da, der kommt jetzt dann halt demnächst wieder, 7er Golf R haben wir schon 2 Videos gedreht. Und ansonsten bleibt mir autotechnisch im Moment nicht viel. Ich habe weder eine Halle im Moment, die ich suche, wirklich suche, oder ich kann weder Zeit mit einem Projekt drehen noch sonst was. Deswegen ist es wirklich gerade schwer, im Moment Content hochzuladen. Das tut mir auch wirklich leid und es tut mir auch für mich selber leid, dass ich jedes Mal wieder in diesen schlechten YouTube-Algorithmus reinrutsche, weil YouTube achtet natürlich auch drauf, ob du regelmäßig hochlädst und ich rutsche jedes Mal wieder da rein, dass ich nicht regelmäßig hochlade. Dadurch werden die Videos auch nicht so oft angezeigt, deswegen für die Leute, die die Videos auf jeden Fall interessieren, auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Das ist wichtig. Ansonsten kann es sein, dass ihr mal ein paar Videos verpasst. Wenn ihr jetzt natürlich Langeweile irgendwie zu Hause habt und dann könnt ihr euch auch gerne ältere Videos ansehen. Ich habe über 512 Videos. Da ist bestimmt noch eins dabei, was ihr noch nicht gesehen habt. Wann zeigst du deine neue Halle? Ja, ich würde meine neue Halle euch sehr gerne zeigen. Problem ist nur, ich habe keine neue Halle. Wie ich es gerade schon angesprochen habe, ist das ganze Hallensuchthema im Moment sehr schwierig. Es gibt viele Stellplätze, die angeboten werden. Das ist aber nicht das, was ich suche. Oder halt Hallen, da sind Schrauber nicht erwünscht. Die sind aber auch nicht so schrauberfreundlich, die Hallen. Ich rede jetzt von niedrigen Decken, etc. Ja, ich bin auf der neuen Suche und würde sie euch natürlich sofort zeigen, wenn ich was gefunden habe. Aber die traurige Realität ist leider im Moment, dass ich einfach noch nichts gefunden habe. Warum Vlogs oder Vlogs? Bitte nur Schraubervideos. Ja, warum nur Vlogs oder warum drehe ich ab und zu mal einen Vlog? Jetzt zum Beispiel, wo ich meine neue Wohnung gezeigt habe und hier und da. Warum mache ich sowas? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich immer ein bisschen im Zwiespalt bin. Ich würde jetzt sagen, die Hälfte meiner Community, oder nicht, also nicht die Hälfte vielleicht, aber einige wollen halt auch ein bisschen was vom Privaten mitbekommen. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die anderen sagen, ja, eigentlich interessieren mich nur deine Tutorials. Die anderen sagen, ja, ich finde die Projektvideos halt geil und sowas. Es ist halt ganz schwer, allen was recht zu machen. Und wenn es euch halt nicht interessiert, also sagen wir, euch interessieren nur die Projektvideos
dann ist es natürlich in Ordnung, dann braucht ihr euch halt den Rest nicht anschauen, aber ein Teil der Community möchte trotzdem dieses leicht Private noch mitbekommen. Deswegen mache ich auch diese Vlogs, Vlogs, wie man sie auch immer nennen möchte. Das hat nichts damit zu tun, also es hat auch damit ein bisschen was zu tun, dass ich ab und zu nicht immer die Möglichkeit habe, was im Auto zu machen. Gerade eben Hallengeschichte. Es ist brutal, wie oft heute diese Halle, beziehungsweise diese Hallen, dieses Hallenthema angesprochen wird. Ja, das ist natürlich ein Problem mit der Halle. Ja, aber deswegen mir nicht böse sein, wenn ich ab und zu auch mal was anderes hochlade. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich jetzt plötzlich ein Counter-Strike-Gameplay hochladen. Das tue ich natürlich nicht. Es geht hier schon im Grundprinzip. Das ist ein Insider. Es geht hier wirklich um Fahrzeuge, aber es kann auch mal ein Video dabei sein, wo ich, keine Ahnung, an meinem Geburtstag letztes Jahr habe ich mir eine Drohne geholt, da habe ich euch mitgenommen, ein bisschen Probe geflogen und sowas, hier und da, und dann das Auto versucht abzufilmen und sowas. Sowas kann halt auch einfach mal kommen, weil ich euch natürlich auf diese ganze Reise YouTube auch mitnehmen möchte. Ich meine, man sieht immer sehr, sehr viel im Internet, gerade wo so dieses perfekte Bild verkörpert wird von einem Menschen, so Hashtag NoFilter, First Pick of a Day und keine Ahnung was und 100 Bilder gemacht und dann eins rausgesucht und geschrieben, ja, First Pick of a Day oder was. Durchs Internet ist man halt schon sehr, sehr in dieser Leistungsgesellschaft gefangen und also, ich schweife jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, das tut mir natürlich leid. Es geht aber natürlich auch so, dass du da immer dieses perfekte Leben von Influencer will ich gar nicht sagen, ich mag das nicht, von YouTubern oder von Selbstständigen irgendwie so dieses perfekte Leben, Jet-Set-Leben und hier und so alles mitbekommst. Und ich will euch halt einfach zeigen, wie mein Leben so läuft. Vielleicht bin auch nur ich der Einzige, der was falsch macht. Vielleicht bin auch nur ich der Einzige, der nicht rumfliegt oder sowas. Kann natürlich gut sein, aber ich will halt, dass ihr auch so ein bisschen hinter die Kulissen seht, dass ihr auch versteht, was für ein Mensch ich bin, warum ich ab und zu Sachen tue, die ich mache. Und vielleicht interessiert es euch, also einige interessiert es halt einfach, wie ich zum Beispiel, wie, keine Ahnung, wo ich jetzt hier eingezogen bin, wie das jetzt hier ungefähr aussieht, dass man sich was vorstellen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch so viel aus meinem Privatleben zeigen will oder werde. Ich werde euch aber schon mitnehmen. Also ich werde euch schon ein bisschen was zeigen. Ich will euch da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr zeigen als jetzt. Im Moment, kriegt ihr jetzt von mir eigentlich, außer dass ich die neue Wohnung hier habe, kriegt ihr von mir eigentlich gar nichts mehr mit, privat. Das würde ich gerne ein bisschen ändern. Ich würde in die Videos gerne ein bisschen mehr Privates einfließen lassen. Also jetzt nicht hier irgendwie Supermarkt einkaufen, sowas gehört nicht auf meinen Kanal. Sondern es geht halt darum, einfach so ein bisschen auch das Drumherum zu filmen, vielleicht die Hallensuche, irgendwie sowas. Mal schauen, was da kommt. Ich werde mir auf jeden Fall was überlegen. Seid mir bitte nicht böse, wenn jetzt, wie gesagt, regelmäßig keine Videos kommen. Es ist im Moment thementechnisch für mich auch überhaupt nicht leicht, irgendwas zu finden. Gerade weil ich keinen Platz zum Schrauben habe. Gerade wegen Corona und diesem ganzen Mist. Und genau. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich freue mich auf euch im Jahr 2021. Wir haben heute den 30. Das kann sogar sein, dass dieses Video noch heute online kommt. Kann ich euch aber nicht sicher sagen. Ursprünglich geplant war es für Mittwoch. Weil Samstag erwartet ihr meistens immer ein Projektvideo. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen natürlich mal wieder beantworten. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ich schaue es mir natürlich an fürs nächste Video. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Schön, dass ihr da wart. Und ja, bis zum nächsten Mal.